Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wir sind jetzt zurück am Start und letzte Folge. Ah, okay, hatten wir mal kurz im Hinterkopf. Letzte Folge haben wir einiges geschafft. Gut, Großbritannien hatten wir schon. Genau, wir haben die große Gegenoffensive gestartet. Wir haben Priester hergestellt, ein paar schon. Sind auch fleißig am Kirchen bauen. Gut, hier jetzt gerade nicht. Vorführeffekt. Ne, aber generell sind wir gerade überall dabei, irgendwann wie ein bisschen was aufzurüsten. Von der öffentlichen Ordnung her. Und bisher gelingt uns das gar nicht so schlecht, möge ich meinen. So. Und ansonsten, glaube ich, haben wir diese Runde nichts mehr zu tun. Geld haben wir eh nicht, um irgendwas machen zu können. Arus, wie auch die anderen Städte, die hier Stress machen. Gut. Mit dir denn? Da kommen sie uns einfach mal dazu. Auch hier Breslau und Wien, da müssen wir jetzt einfach Daumen drücken. Mehr können wir da gerade nicht machen. Hier ist auch in einer Runde schon eine orthodoxe Kirche fertig. Ob das so ausreicht, ist dann die Frage. Aber sind wir gerade erstmal hier. So, ich könnte theoretisch die Schlacht schon hier führen gegen die beiden. Das ist kein Problem. Was ist hier drin? Sorry. Das könnte ein Problem werden. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal aus. Weil wir haben schon krassere Sachen geschlagen. Ja, bei der größeren Armee ist auch ein Elefant dabei oder eine Elefantentruppe. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück könnten wir das trotzdem schaffen. Also für mich ist das hier auf diese Schlacht, was ist denn los hier? In diesem Fall ist es hier für mich auf jeden Fall 50-50, ob wir das gewinnen oder verlieren. Weil mit den Elefanten, das ist für mich jetzt vor allem, weil wir keine Fernkämpfer haben, ein Faktor, den ich jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, ganz einschätzen kann. So. Haben wir jetzt verhaspelt? Läuft. Tatsächlich würde ich sogar dann, wenn ich gerade sehe, wie wenig Kavallerie wir hier noch haben, die würde ich dann nur in einer Armee schon direkt tun und Schlacht starten. So, das waren Speerträger, ne? Speerwerfer. Ja, dann können wir direkt die auf jeden Fall schon mal wegmachen. Bevor da irgendwie noch ein paar Leute dazukommen. So, da drüben sind die anderen. Dann würde ich die auch schon mal so langsam in diese Richtung bewegen. So. Dann hau mal rein. Ich erwarte einen ordentlichen Ansturm. Ja, ist ja gut. So, da kommen sie angeritten. Hau rein. Warm, Junge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da knallen wir hinten rein. Da fliehen die ersten schon. Rauf hier. Genau, schön von der Seite ran da. Ja, die sind auch alle am Sack hier. Sehr schön. Wunderbar. Die erste Armee haben wir. Sind die Elefanten nicht... Doch, die sind schon drin im Gebiet. Sind die gerade einsatzfähig, ist die Frage? Ich weiß es nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass der eine General hier drauf ist direkt. Also schlecht bekommen wir den da nicht runter, wa? Jetzt kommen auch die Elefanten angelaufen. Jetzt geht los. So, scheiß mal auf den General. Scheiß mal auf die kleine Truppen, auf die paar Truppen, die da fliehen. Ja, okay. Dann nehmen wir ihn halt doch mit. Haben oder nicht haben, ne? So. Ihr geht da rüber. Der General muss, glaube ich, die beiden Generäle müssen, glaube ich, mitkämpfen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt alle. Also, die Elefants kommen schon direkt. Was mir nur so halb gefällt, bis gar nicht. Ah, shit, a DM, ey. Und die ballern, glaube ich, auf meine Generäle. Auch auf die hier. Ja, das ist nicht so geil. So, ich hoffe... Ah, okay, da hinten. Ja, geh mal da rauf, bitte. Rauf, wir müssen was tun, ne? Ist ja klar. Rauf. Rauf, schneller. Das muss jetzt hier wirklich wesentlich fixer gehen. Kümmert sich um die Kanonen. Sehr gut. Rauf. So, jetzt dürften die auch nicht mehr schießen. Sehr schön, Leute. Ja, die Elefanten machen immer noch ein paar Problemchen. Haben auch erst einen einzigen Elefant, wa? Oh, shit.
Drauf da. Okay, die haben wir jetzt hier. Nice. Nice, da haben wir den Elefant gefällt, ey. Okay, sie sind alle am Arsch. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, 50-50. Haben wir geschafft, sehr gut. Somit sind die beiden Idioten mal weg jetzt hier endlich. Da ist doch schon die nächste dicke Armee, was mich nicht so unbedingt erfreut, weil hier auch wieder Elefanten drin sind. Aber gut, wir haben sie erstmal zurückgeschlagen. Die beiden Truppen sind auch wieder wahnsinnig angeschlagen, ne? Na gut. Nächste Runde können wir da machen jetzt aber, denke ich. Okay, den habe ich... Ach, guck mal, den Priester habe ich ganz vergessen. Aber die, guck mal, die Hexe haben wir bekommen. Sehr gut. So, und wir haben jetzt Chance, auch nochmal ordentlich Cash mit in die nächste Runde zu nehmen. Hauptmann Vlad und Georgios Vamos. Wesentlich mehr Männer als wir, sehe ich gerade, ne? Der Kavallerie ist es durchaus hinzubekommen. Es ist nicht unmöglich. Wir haben wesentlich weniger Männer, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn wir das schaffen, haben wir halt eine Stadt wiederbekommen. Würde ich nicht nein sagen zu. Weißt du, wir kriegen ja nächste Runde sowieso schon, glaube ich, mal um die 14.000. Und wenn wir dann da jetzt noch diese Siedlung drauf bekommen, oh, wäre schon gut. Das wäre schon ziemlich nice. Ups. Na, ja, komm. Ja, könnt ihr direkt da stehen bleiben, ehrlich gesagt. Ihr kommt hier hin als die zwei und die einzelnen meine Generäle. Und die müssen bald auf jeden Fall mitkämpfen. Da haben wir keine Wahl. Schlacht starten. Okay. Ihr rennt durch. Ihr rennt durch. Wehrmiliz ist somit das Wichtigste, dass wir da erstmal die versuchen zu fokussen. Aber deswegen rennen auch erstmal meine Infanterieeinheiten nicht. Jetzt können sie rennen. So, rauf. Das läuft alles leider wieder nicht so geil. Rauf. In irgendeiner Stadtmiliz ist, glaube ich, der General drin, aber frag mich natürlich wieder nicht, wo, ey. Oh nein, die perverse Speerträger. Genau, am besten direkt reinlaufen. Perfekt. Ich glaube, da ist der General, oder? Nee. Ist er dann hier unten schon? Der war in einer Stadtmiliztruppe drin. Da ist er doch. Da ist er. Gut in euch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Alter, damit haben wir die größte Armee schon direkt ausgelöscht. Gönnt euch. Gönnt euch alles, was ihr kriegen könnt hier. Die Frage ist, kommen wir hier zu diesem Typen hin? Kommen wir zu dieser Armee? Ich glaube hier, ne? Über den Weg. Oh, der Weg ist schon wieder wahnsinnig steil. Na gut, wir schaffen das aber schon. So, dann lasst uns schon mal fertig machen für den da unten. Oh, der ist aber echt weit weg, ne? Na gut. Na, dann kommt mal her. Dann machen wir auch mal 6 einmal kurz an, weil das sonst dauert das zu lange. Ah, komm. Gib Gas. Die sind sowieso alle weg vom Schlachtfeld. Das ging besser als gedacht, das freut mich. So, und gegen die wird es ja wohl möglich sein, oder? Was hatten die doch gleich? Ja, ein paar Feudalritter, ja. Die Ambroschützen machen mir nicht so eine Angst. Ja, der General. Gut, wir haben alle, wir haben 63 Mann allein in dieser einen Truppe drin. Auch wenn das zwar unser Anführer ist, den ich ungern in den Krieg schicken möchte, aber sind halt viele Männer. Sind schon wichtig. So, zack, zack. Wir lassen sie nochmal ein bisschen näher kommen, bis ich dann mal runterrenne. Ja, wenn ich aber mit dem General hier rumlaufe, könnte das vielleicht was werden. Wird dann von hinten vielleicht kommen. Zack, 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 zack. So, schön Berg rauf. Das ist doch wahnsinnig anstrengend, oder? Ich denke doch auch. Auch da. So, wir sind jetzt hier auch hinten dran. Und rauf. Okay, so sind wir jetzt von beiden Seiten dran. Nicht so ganz elegant, wie ich es gern gehabt hätte. Hier sind nochmal 29 Mann. Wäre auch geil, wenn wir die noch hätten. Schneller.
Und jetzt hier rein, von der Seite. Nice. War sogar vielleicht unser General, der den gekillt hat. I take it anytime. Was haben wir? Kaffa gehört uns. Perfekt. Mit 55 Mann Verlust. Das ist ziemlich gut. Das ist gekauft. Natürlich ausradieren. Die 11.000 Gulden nehmen wir mit. So. Oho. Also 350 Gulden sind nicht viel. 19 Runden lang. Ja, zusammengerechnet ist es dann nicht wenig, aber... Ja gut, scheiß mal auf den Frieden von den Mongolen, oder? Pass doch mal drauf, Alter. Die sind mir gerade kein Dorn im Auge. Das passt schon so. Die Frage ist... wo ist der Typ? Breslau und Nisea, gucken wir sofort. Aha. In Nisea, wo auch sonst. Breslau auch noch. Okay. Das kriegen wir hin. Mach's mal so. Komm schon. Schade. Haben wir noch einen da? Perfekt, das ist gleich fertig hier. Dann bauen wir direkt noch eine Kirche. Leute, jetzt geht's richtig ab hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle weg. Mach's den da weg. Schade. Ja, 26% war nicht viel. Absolut richtig. Ja, geh rein mal den da hinterher. Da ist sogar auch noch einer. Die sind ja hier überall, verdammte Axt. Hör mir auf. Das hört hier auch gar nicht auf. Ah, nee, machen wir noch nicht. Das machen wir mal. Bauen wir auch mal eine Kapelle. So langsam sieht es hier ein bisschen freundlicher aus, oder? Hoffentlich reichen. Dann gehst du jetzt erstmal wieder nach Reims. Dann scheiß mal auf den. Was wir mal machen können, sind mal ein paar Attentäter. Die sind teuer, ne? Ne, lass mal Attentäter vielleicht später machen, um die ganzen Kaufmänner hier auszuschalten. Die nerven mich einfach. Aber dafür haben wir eigentlich kein Geld übrig. Haben wir hier unten alles. Das ist alles soweit noch sicher genug. Ach ja, stimmt. Hier hatten wir noch einen Kollegen. Der belagert auch fleißig weiter. Davon kannst du ausgehen. So. Dann lass mal schauen. Nisea muss wieder aufgestockt werden. Also da führt kein Weg dran vorbei. Am besten natürlich mit Speerträgern erstmal. Primär. Da sollen wir erstmal so rechts sein. Dann machen wir es folgendermaßen noch. Dann machen wir das Ding einfach mal direkt voll hier. Damit das Bollwerk wieder aufgefüllt ist. Ja, die Armee, das könnte man schaffen. Man kann es auch versuchen, durchaus. Aber wir versuchen es. Mit dem auf ihn da. Kurz erstmal die Truppen. Somit haben wir die Gegner erstmal wieder zurückgedrängt. Das freut mich. Die machen wir doch mal einen Attentäter, weil hier ganz schön viele von denen rumlaufen. Muss nicht sein. Das werden wir noch machen. Wir haben da sehr, sehr viele Generäle drin, wa? Du kannst raus. Und du, ihr beide. Ihr kommt raus. Und kriegt in... Ah, Sophie hat nicht die krassesten Einheiten. Was haben wir hier alles noch drin? Hier können wir herstellen. Ihr holt euch mal aus dem Bran eine ganz neue Armee. Ja, und der Typ kommt mit euch. Habe ich gerade mal so beschlossen. Ja, sind wir mal klüger jetzt. Machen wir mal eine Truppe fertig gegen die Timuriden. Eine ausgeglichene da. So, Ereignisse, juckt, reißte Seite, ja, jetzt nicht mehr. Der Tod geht um immer noch. Warte mal. Ich hab doch zwei Leute gerade rausgeholt, ne? Warte. Ah, ja, sieht man da oben. Shit. Na, die sind beide noch Pest betroffen. Dann geht der am besten noch nicht weiter. Ihr bleibt erstmal da, bis ihr kuriert seid oder tot. Ne, je nachdem, was soll ich sagen. So, Kapelle wird hier gebaut, sehr gut. Hier wird auch eine Kirche gebaut, auch sehr gut. Ja, hier könnten wir auf jeden Fall auch schon mal anfangen, Priester herzustellen. Besser zu früh als zu spät, dann kriegst du auch nochmal einen. Komm, dann gehen wir das Geld direkt ganz aus. So, Kaffee haben wir eingenommen.
Kaffa ist auch ruhig, sehr gut. Ich hoffe, dass der jetzt keinen Ärger macht mit in Zukunft. Ah, Vilnius. So weit habe ich keine Zeit, jo. Hoch da. Ja, Dänemark soll erstmal da bleiben. Ich habe jetzt gerade dafür keine Ressourcen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wieder nächste Runde. Oh Wunder, oh Wunder. Sie kommen rein. Oder wollen reinkommen. Haben sogar einen Katapult dabei. Also könnten es sogar schaffen. Ja gut, dann lassen wir sie erstmal ein bisschen aufschießen. Ich sag mal so, wir haben drei Mauerringe. Wir stellen uns einfach wie immer hinter der Mauer hin und dann passt das schon. Sollen sie mal ein Ding aufspringen. Dim, 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 dim. So, Positionierung starten. Genau, direkt da vorne. Hier gibt es aber keine Lücken in der Mauer, wo sie gleich hinlaufen oder wie. Das wäre noch wichtig zu wissen. Ich vielleicht irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, sieht relativ sicher aus. Jupp. Sehr gut. Du rennst gleich direkt raus, um draußen zu sein, um zu agieren. Und dann stellen sich hier schon mal drin auf. Denke, so viele Truppen habe ich jetzt leider nicht. Das heißt, wir müssen die schön aufteilen. Wird schon. Meinetwegen dahin. Hallo? So. Schlacht starten und raus mit euch. Einfach raus da. Sehr gut. So, wo ist das Katapültchen? Kommen die nicht? Ah, da kommen sie. Kümmern wir uns gleich sofort darum mit denen hier. So, stell dich schon mal auf. Ich möchte ja ungern die hier triggern, deswegen. Ja, lassen sie mal in Reichweite kommen. Weil die Katapulte werden nicht auf mich schießen. Nicht auf die Truppen auf jeden Fall. Als ob. Ich komme jetzt nicht zu nah an den Gegnern dran. Jetzt. Dann ballert mal. Es sind eh nicht so viele Leute. Es sind 11 Leute nur. Da sind es nur noch 10. Junge, ihr seid 74 Leute. Da werden wohl mal ein paar mehr Pfeile treffen. Ja moin, ey. Bisschen traurig ist da schon, was gerade passiert. Kann wohl nicht wahr sein. Rennt durch sie durch und gönnt sie euch. Alter, was soll denn das? Die haben wir nicht getriggert, ne? Doch, die haben wir getriggert. Sehr gut. Und weg. Erstmal weg. Wir kommen gleich mit denen von hinten. Keine Sorge. So, wunderbar. Das ist sogar der General hier, ne? Vielleicht kriegen wir den sogar. Wir probieren es aus. Wenn wir schon mal auf der Seite sind da. Gönnt euch mal genau den da. Das wäre wahnsinnig sweet. Na, da wird ja nicht so gut getroffen, wa? Bin schon wieder enttäuscht hier. So. Ja gut, mehr haben wir gerade sowieso nichts zu sehen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie unsere berittenen Bogenschützen vielleicht den General kriegen. Hoffen haben sie ihn auf jeden Fall schon. Der läuft gerade parallel an uns vorbei hier. Ja, der blutet schon ein bisschen. Das ist schon alright. Gönnt euch. Hälfte Schuss haben wir noch. Ja, jetzt haben wir die am Arsch, ne? Schießen die oder schießen die über die Mauern? Ach, keine Ahnung. Gönnt euch genau den da. Okay, jetzt müsst ihr sie abhauen. Flanke-Modus ist an. Weg mit euch. Ja, gegen die Söldner, da möchte ich jetzt nicht kämpfen, du. Das Ding ist dran. Schade, schade. Die sind da oben auch drauf. Schade, schade. Ab Information. Ja, wirklich schlechte Kunde. Nein, ihr solltet hier rauf. Oh, Leute. Ja, die sind natürlich jetzt richtig am Sack. Was willst du gegen Speerträger machen, Alter, wenn du Kavallerie bist? Wo die eine Truppe ist am Sack, die können wir knicken. Gas geben.
Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Ja, hier, die Kavallerie-Armee ist tot. Surprise. Renn mal kurz darüber. Läuft noch nicht so geil. Nice. Das war wichtig jetzt. Das musste jetzt passieren. Reicht das? Es reicht. Es reicht einfach. Oh, sehr gut. Komm, komm, komm. Die haben wir auch. Irgendjemand will doch noch kämpfen, oder nicht? Ah ja, die hier. Nee, hä? Das sind meine. Hä? Irgendjemand will noch. Ah, I see. Gib Gas. Liegt gerade unser General hier, oder? Ne, das sind die wieder, die fliehen. Ich verwechsel die ganze Zeit. Was ist da los, Alter? So, ihr habt das noch... Okay, passt. Nevermind. Sehr schön, haben wir das verteidigt, aber die Armee, die wir jetzt hochgeschickt haben, die unten rechts im Bildschirm, die werden wir trotzdem nach Vilnius reinschicken. Okay, und es findet die Schlacht statt, von der wir ausgegangen sind, oder von der wir auch, in die wir auch rein wollten. Hansara Iturgen gegen Nikolaus Maniakes. Sehr viele Fernkämpfer, ein bisschen Kavallerie hätten wir. Und die Artillerie gefällt mir da halt nicht. Wir können auch fliehen, theoretisch, aber ich will es gern versuchen, ehrlich gesagt. Ich will es gern versuchen. Wäre schon geil, wenn wir das schaffen könnten.